So, bis dahin eine schöne Adventszeit und jetzt kommt hier ein Zug. Verdammt. Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem DIY-Eule YouTube-Kanal. Leute, herzlich willkommen im Dezember. Und ich muss es vorwegnehmen, weil es wird bestimmt die Frage kommen. Ich muss euch leider enttäuschen. Es gibt dieses Jahr keinen Hashtag, wir machen Weihnachten Adventskalender. Es ist einfach zu viel los. Jelena hat auch gerade ein Kind bekommen und Liz ist sicher auch super busy. Ich bin super busy und wir haben einfach mal dieses Jahr für uns beschlossen. Das heißt aber nicht, dass es nächstes Jahr keinen gibt. Also dieses Jahr machen wir ein bisschen Entschleunigung und lassen und versuchen ein bisschen mehr zu uns zu finden. Es wird aber natürlich trotzdem hier jeden Dienstag ein Video geben. Es gibt die News und es gibt auch ganz viele andere kreative YouTuber, die natürlich weiter Weihnachtscontent machen. Ich kann euch aber gerne unten die Playlist von den letzten Jahren verlinken. Da findet ihr natürlich auch immer noch ganz tollen Weihnachtscontent. Und auch hier machen wir heute was richtig Nices. Denn ein Thema, was ich sehr, sehr mag. Geschenke für Männer und auch noch selbstgemacht. Schwieriges Thema. Ich finde es tatsächlich oftmals schwieriger für Männer. Es kommt natürlich auch immer auf den Mann an. Kein Mann ist wie der andere. Das ist ja das Gleiche bei Frauen. Aber pauschal kann man doch irgendwie ein bisschen sagen, oftmals fällt es einem vielleicht ein bisschen schwerer für einen Typen, ein Geschenk zu finden. Und deswegen gibt es heute Boxershorts. Wir nähen Boxershorts aus Webware und ich finde das eine richtig coole Idee. Okay, es geht natürlich nicht für jeden jetzt, für den Chef. Hä? Kommt auf die Branche an, würde ich sagen. Aber ja, ich freue mich sehr drauf und wir nähen heute Boxershorts in Kooperation mit Snaply und ich habe ein kostenloses Schnittmuster für euch in den Größen S bis XL. Das findet ihr im Snaply Magazin. Das Ganze ist natürlich unten verlinkt und alle Materialien, die ich heute nutze, sind auch von Snaply. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn ich habe wieder eine Verlosung für euch. Ich habe insgesamt 5 Boxershorts genäht und ich zeige euch die mal. Ja? Wie findet ihr die Variante? In blau mit lustigen Vögeln drauf oder die hier mit Karos und witzigem Food. Das war übrigens meine Probierhose, deswegen ist da auch der Saum noch nicht so ganz sauber. Das ist hier eine meiner Favorites in Lachs mit Rollschuhen drauf, finde ich mega cool. Oder auch in dunkelblau mit Raketen. Und natürlich hier in grün mit einem Weihnachtsmuster, finde ich auch richtig cool. Ihr könnt natürlich auch das Ganze ein bisschen gedeckter machen in Uni oder in Mustern, die halt nicht so knallen. Aber ich finde gerade bei Boxershorts, finde ich so Muster lustig, die so knallen. So. Und da findet ihr ganz, ganz viele coole Stoffe bei Snaply. Worauf ihr natürlich achten solltet, ist, dass die Stoffe nicht zu dick sind. Das heißt keine Jeansstoffe, keine Canvasstoffe. Also eher Popeline, Batiste oder Creton. Ich hätte gerne einen Creton mit Marmelade. Nein? Bei diesen Stoffen, man weiß ja nie so richtig, wie man die ausspricht. Ne? Ich habe früher auch immer Flieselein gesagt, das heißt Flieseline, das weiß ich. Aber Creton, Cretone? I don't know, auf jeden Fall das. Also dünne Baumwollwebware am besten. Die Shorts an sich sitzen relativ locker und orientieren sich so an den klassischen Kaufgrößen. Ihr könnt auch am Ende diese eine Lücke beim Gummiband noch offen lassen und wenn ihr die Möglichkeit habt, dann zu sagen, hey, ich habe das Gummiband erstmal locker eingenäht, du kannst mir sagen, wie fest ich es annähen soll und ich individualisiere das im Nachhinein noch, also je nachdem, wie close ihr seid. Also wenn ihr für den Partner näht, dann passt das ja vielleicht ganz gut. Für die Boxershorts benötigt ihr weder viel Material noch viel Näherfahrung, also perfekt für Anfänger. Aber näht in Ruhe, schneidet genau zu, versäubert das alles schön und näht wirklich in Ruhe, dann habt ihr auch schöne Ergebnisse und das kann man auch richtig gut in Masse produzieren, finde ich. Universalnadel, Universalgarn, das kann losgehen und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch mal. Wir legen jetzt mal los. Was ihr als Material braucht, ist 1 Meter Baumwollwebware, Batiste, Popeline oder Creton, 1 Meter Gummiband in 25 mm Breite und optional 2 kleine Knöpfe. Ladet euch das kostenlose Schnittmuster herunter und druckt es auf 100% aus. Es gibt hier 2 Schnittteile, A die Vorderseite und B die Rückseite. In den Schnittteilen ist bereits eine Nahtzugabe von 1 cm enthalten. Die Schnittübersicht findet ihr bei Snaply. Ihr braucht zweimal das Vorderteil, zweimal das Rückteil und einmal den Bund und auch noch Gummiband. Die ganzen Maße findet ihr dann bei Snaply. Los geht es mit dem Versäubern, ganz wichtig bei Klamotten. Wir versäubern erstmal alle Schnittteile ringsherum, entweder mit der Overlock oder mit der normalen Nähmaschine mit einem Zickzackstich. An den Ecken bzw. den Rundungen hier mit der Overlock höre ich auf, setze ab und setze dann neu an.
So, alle Teile sind versäubert. Jetzt lege ich die beiden Vorderteile und die beiden Rückteile jeweils rechts aufeinander und schließe hier die vordere und hintere Mitte. Das sind jeweils die Seiten mit den lustigen Rundungen, also nicht die mit den geraden. Die bleiben ja noch offen. Auch am Eingriff näht ihr hier die Hosen einfach an der Außenkante zusammen. Lasse hier nach der Rundung die Nadel im Stoff, hebe das Füßchen, drehe den Stoff und nähe dann weiter. Aber Achtung, großes Achtungszeichen, schließt beide Nähte hier nur bis zum Schritt und lasst das kleine Stück gerade Beinaht nach unten noch offen. Ich habe ja 5 Hosen genäht, einige Male davon musste ich vielleicht wieder das Bein auftrennen. Also wirklich nur bis zum Schritt nähen. Bügelt anschließend die Nahtzugaben der hinteren Mitte auseinander. Bei der vorderen Mitte habe ich nur den kleinen unteren Teil auseinandergebügelt und den Untertritt flach auf eine Seite gefaltet und gebügelt. Oben wird das Ganze dann mit einer Stecknadel fixiert. Lege beide Teile, also Vorder- und Rückseite, rechts aufeinander und stecke die beiden Seitennähte. Die Rückseite ist hier etwas breiter, lege hier die Seitenkanten einfach bündig. Anschließend wird die Schrittnaht gesteckt und nähe dann alle drei Kanten ab. Auch hier kannst du anschließend wieder die Nahtzugaben auseinanderbügeln. Jetzt nähen wir den vorderen Eingriff einmal von der linken Seite aus ab. Dafür näht ihr durch alle Lagen der Vorderseite, Achtung, Rückseite nicht mit einnähen, an der Rundung des Untertritts auf der Nahtzugabe von oben nach unten entlang, bis ihr unten auf die gerade Naht nach unten trifft. So sollte das dann aussehen. So, jetzt brauchen wir noch einen Bund. Legt die beiden kurzen Seiten vom Bund rechts auf rechts zusammen und näht sie hier mit einem Zentimeter Nahtzugabe zusammen. Bügelt die Nahtzugabe wieder auseinander, faltet den Bund links auf links zusammen und steckt ihn mit der Naht an die hintere Mitte. Klappt den Bund jetzt einmal nach oben, um zu schauen, ob eure Musterrichtung stimmt, gegebenenfalls nochmal umdrehen. Steckt den Bund jetzt so einmal ringsherum an der Oberkante der Hose fest. Näht ihn dann ringsherum an, lasst aber im hinteren Bereich eine kleine Lücke, um nachher den Gummi einziehen zu können. Bügelt die obere Kante einmal aus. Jetzt wird das Gummiband eingezogen. Dabei kann eine Sicherheitsnadel oder auch eine Einfädelhilfe sehr praktisch sein. Achtung, nicht das Ende verlieren. Wenn ihr dann einmal rum seid, überklappt ihr die Enden um etwa 2 cm. Achtet hier unbedingt darauf, dass das Band nirgends im Inneren verdreht ist und näht dann hier ein kleines Viereck auf den beiden überlappenden Gummibandenden ab. Lasst anschließend das Gummiband in der Hose verschwinden. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das Gummiband hinten und vorne und auch an den Seiten mit einer kleinen senkrechten Naht am Bund fixieren. So kann es sich nämlich nicht mehr verdrehen. Deppt anschließend einmal ringsherum auf der rechten Stoffseite knapp unter der Naht den Bund ringsherum ab. Dabei schließt ihr auch die Gummiband-Einfädelöffnung. Achtet an dieser Stelle darauf, dass ihr das Gummiband selber nicht mit annäht. Jetzt fehlt nicht mehr viel. Klappt die offenen Kanten der Beine erst 1 cm und dann 3 cm zur linken Seite um. Bügelt das Ganze und steckt das. Näht jetzt beide Säume etwa 2,8 cm von der unteren Kante entfernt ab.
Ich mache das einfach auf der linken Seite, um auch sicher zu treffen. Ihr könnt das aber auch ganz elegant von rechts machen, wie ihr es lieber möchtet. So, und am Ende könnt ihr noch optional zwei kleine Knöpfchen am Untertritt annähen. Ich nähe sie hier durch alle drei Lagen an, damit der Fake-Eingriff hier nicht aufsperrt. Es ist ja auch nur zur Deko. So, und fertig ist die Boxershorts. Ich finde es mega cool. So, und so oder so ähnlich sehen dann eure Boxershorts aus, wenn ihr fertig seid. Ich bin immer noch totally hyped. Ich finde das eine richtig coole Idee. Ich mag die Boxershorts sehr. Sie sind sehr bunt, sehr cool. Ja, und lasst mir bitte unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn euch das gefallen hat. Das war ja mein erstes Schnittmuster für Klamotten. Es gibt da vielleicht die Möglichkeit, dass ich nächstes Jahr ein bisschen mehr davon mache, Richtung Klamotten oder auch andere Schnitte. Könnt mir ja mal mit einem Daumen nach oben signalisiert ihr mir, dass ihr sowas cool findet. Ja, so, dann kommen wir jetzt, wie versprochen, noch zur Verlosung. Und zwar verlose ich einen 100€ Snapply-Gutschein und alles, was ihr tun müsst, ratet mal, ist in die Kommentare zu schreiben, welches Muster denn eure Boxershorts hätte, die ihr nähen würdet. Ja, schreibt das mal in die Kommentare. Zeit habt ihr wie immer 3 Tage und alle Infos zur Verlosung findet ihr wie immer unten in der Infobox. Dann ein Riesendank an Snapply für das Sponsoring dieses Videos und wie gesagt, das komplette Material, das Schnittmuster findet ihr bei Snapply. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachnähen. Ich würde sagen, ein paar der Weihnachtsgeschenke, check! Und es geht hier auf jeden Fall weiter mit noch sehr, sehr schönen Weihnachtsideen. Obwohl Boxershorts gehen natürlich immer. Die gehen natürlich nicht nur zu Weihnachten. Und wir sehen uns hier wieder nächsten Dienstag. Gleiche Stelle, gleiche Welle mit ein paar weiteren coolen Weihnachtsideen. Ich habe ganz viele schöne Sachen. Und ich wünsche euch einen ganz tollen Advent. Bis dahin. Ho, ho, ho. Tschüss. Muah.